Hallihallo ihr Lieben, willkommen zu einem kleinen Unboxing. Ich habe nämlich heute mein Weihnachtsgeschenk bekommen, was ich mir selber schenke. Muss man ja dazu sagen. Und ich habe gedacht, ich packe es mit euch zusammen aus. Weil ihr seht, ich bin in meinem kleinen umgebauten Studio. Ich habe ein bisschen alles neu gemacht hier. Und es wird bald auch ein bisschen besseres Licht geben und so weiter und so fort. Das dauert allerdings alles noch. Und heute ist das hier gekommen. Und das möchte ich mit euch gemeinsam auspacken, denn es betrifft euch auch so ein kleines bisschen. Und da habe ich gedacht, machen wir das zusammen. Und ich freue mich total, denn es handelt sich um was ganz, 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 ganz Tolles. Es ist... Schau mal! Oh mein Gott! Es ist eine Nintendo Switch in der Let's Go Pikachu Edition. So, Moment. Weg damit. Und ich habe mich, also eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich lieber die Let's Go Evoli Variante haben wollen. Die war aber ein bisschen teurer. Und hier die war im Angebot. Und ich hoffe, dass ich euch dann bald auch mit, Gott, das Licht blendet voll, Moment. So. Mit Switch-Spielen erfreuen kann. So, und wir gucken jetzt einfach mal, was in dieser Box drin ist. Ich bin so ein ungeduldiger Auspacker. So, okay. Also ich habe noch nie Switch gespielt. Ich weiß nicht, wir haben hier ein Einzelteil. Ich nehme mal an, okay, also das ist jetzt, meine ich, Pikachu Gelb, ne? Und Evoli Braun. Auf der Kamera sieht es irgendwie gleich aus, aber wenn man sie nebeneinander hält, sieht man, dass sie ein bisschen unterschiedlich in der Farbgebung sind. Also wir haben quasi einmal Banane und einmal Durchfallbraun. Also sehr hübsch. So, dann haben wir das Display für das Mitnehmen, für die Handheld, für das Mitnehmen-Ding. So, oh, wie es noch glänzt. Oh, voll neu. Oh, da seht ihr euch. Da, Moment. Da bin ich nochmal. Und da oben irgendwo steht ihr. Da. Spiegelverkehrt. So, ja, fein, 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 fein. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. So. Oh Gott, hier ist jede Menge Kram drin. Ein Pokéball Plus ist hier auch dabei. So. Hat was vom Ballgag, finde ich. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert und was das kann. Oh, das leuchtet mich schon an hier. Wenn ich da drauf drücke, fängt es an zu leuchten. Oh, jetzt blinkt's. Oh Gott. Okay, müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Mal den durch den Müll. Ach, ich kann ja auf den Boden. So. Putzfrau wird es richten. Also ich. So, HDMI-Kabel, sehr gut. Dann haben wir. Okay, das ist das Kabel für den Strom. Was ist das? Nie gesehen. Okay, irgendwas, keine Ahnung, in beige. Also ich habe jetzt drei verschiedene Erdtöne hier. Jetzt guck mal, die ist relativ klein. Das hätte ich gedacht, das war hier. Ah, hier ist das andere. Oh, noch ein Erdton in Terrakotta haben wir jetzt. So, ja, also die Farbgebung find ich nicht hübsch. dann haben wir... Weiß nicht. Ah, da kommen wahrscheinlich die Teile rein. Ne? So, irgendwie, so, so, irgendwie, so. Ich habe Angst, das kaputt zu machen, aber ich glaube, das ist der Controller, ne? Hey, wie geht denn das? Ah! Verstanden, verstanden, verstanden. Okay. So, mein Controller für die Nintendo Switch ist fertig. Das war ja, großartig so. Und das ziehe ich dann wahrscheinlich da wieder raus und packe das dann an diesen To-Go-Bildschirm ran. Ne? Ich schätze mal, dass das so funktioniert. Okay, so. Und dann die Konsole selber. Die geht gar nichts. Ist wie so eine Plastikbox eigentlich irgendwie. Nee, was ist das? Das ist die Konsole? Aber verdammt wenig. So, da einmal Pikachu und Evoli Edition, wobei ich finde, dass die nicht so hübsch getroffen sind.
gibt süßere Bilder von Pikachu und Eevee. Übrigens, falls ihr euch fragt, wieso ich so blass bin, ich bin ein bisschen erkältet, ich bin vollgepumpt mit Nasenspray und mit anderen Gedönsen. So, weg damit. Okay, so. Wie geht das jetzt? Ich nehme mal an, das kommt da rein. Ihr seht das gar nicht, was ich hier tue. Also ich habe jetzt mal das hier und ich schätze mal, dass ich das da rein stecken muss. Ist ja nicht so, als wäre eine Anleitung dabei. Wäre ja langweilig. Aber so, ne? Und dann schließe ich das Ding wahrscheinlich an. So, Moment. Ich habe extra einen ganzen Regalplatz dafür freigemacht, weil ich mir dachte, das kommt halt jetzt in den Regalplatz rein. Und so, auch mal auf den Boden. Und dafür brauche ich keinen Regalplatz. Das kann ich mir hier auf den Schreibtisch stellen. Da muss ich nichts für groß freimachen. Das ist echt winzig. Das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte wirklich gedacht, dass die Konsole an sich ein bisschen größer ist. So, das hier kommt nirgends hin. Ist einfach ein Bonus, der dabei ist. Ne, hier hinten geht auf, ne? Oh Gott, ich nehme das mal raus, gleich fällt's. Ich kenne mich. So. Ah, okay. AC-Adapter, USB, HDMI. AC-Adapter, das ist der hier. Das ist der hier so. Also hier könnt ihr das, gerade schauen, ob ihr das sehen könnt. So, da sind die Anschlüsse. So, AC-Adapter. Cool Popel. So. Okay, dann haben wir hier das HDMI. Das HDMI-Kabel ist voll kurz. Naja, zum Glück habe ich ja ungefähr hier unten habe ich auch noch meine, meine Xbox und meine, meine PS4 stehen, die auch jeweils mit USB mit HDMI. So. Ist nicht lang. Das wird nicht reichen. Aber HDMI. So. Okay. So, ich glaube, das ist jetzt alles, was ich an Kabeln habe. Ich mache es wieder zu. Okay. Und dann das Ding da oben rein. So. Oder auch nicht. Ach, andersrum. Oh, das ist. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Man kann es sehen, wenn ich ein bisschen so ans Licht gehe. Hier sind kleine Symbole hinten drauf mit also kleine Evolis und kleine Pikachus. Ein bisschen kann man es sehen. Sehr süß. Okay, und dann. Ne, andersrum. Ah ne, richtig rum. Okay. So, Game Card steht da auch noch drauf. Muss jetzt ehrlich zugeben, dass ich nicht weiß, was eine Game Card ist. So, dann nehme ich an, das hier, also das kleine Ding hier, das ist wirklich, das ist echt nicht groß. Also wenn man das echt mal guckt, das ist die ganze Konsole und das ist der entsprechende Controller dazu. Und ich glaube, es ist so gedacht, dass ich dann das hier rausnehmen kann, tue dann hier an der Seite die Dinger dran und dann habe ich ein Handheld mit dabei, was ja auch ganz praktisch ist. Ich habe Haare im Mund. Bäh. So, aber wofür unser Ballgag hier gut ist, das weiß ich noch nicht so genau, ob man damit wahrscheinlich dann irgendwie so, ich bin mir nicht sicher, ein bisschen Angst. Aber ich habe mich halt extra für die Pikachu-Edition entschieden, weil ich tatsächlich noch zu der ausgestorbenen oder fast ausgestorbenen Gattung der Pokémon Go-Spieler gehöre. Ich bin nicht besonders gut da drin, ich betreibe es auch nicht besonders exzessiv, aber es macht mir trotzdem immer noch Spaß. Und dieses Teil hier und das Spiel selber hätten sonst hätten zusammen gekostet, also einzeln gekostet, die Konsole 289 Euro und das Ballgag dazu mit dem Spiel nochmal extra 105, glaube ich. Und das hier war jetzt zusammen im Set für ein bisschen günstiger. Da habe ich gedacht, das gönne ich mir einfach mal zu Weihnachten, warum auch nicht. Und ja, das Einzige, was ich jetzt noch nicht verstanden habe, wo ich aber mal einfach von fest ausgehe, ist, wo das Spiel sich befindet. Ich nehme mal an Game Card, da kommen dann die Spiele rein. Aber, sorry, ich hole nochmal die Packung hoch, ob ich da vielleicht irgendwas drin übersehe. Ah doch, hier habe ich wirklich was drin übersehen. Okay, nochmal ein USB-Kabel. Aber sonst ist hier eigentlich nichts mehr drin. Ich nehme mal an,
Pre-installed, okay. Pre-installé, aber auf Deutsch steht es nicht drauf. So. Ah, okay, hier ist es nochmal drauf gemalt. Ich sehe das gerade. Da, dass man diese furchtbar gefärbten Dinger da irgendwie so dran bringen muss. Okay. Ah, die Packung ist hübsch. Ich glaube, die behalte ich. Die ist sehr farbenfroh. Kann man. Die Seite finde ich auch total schön. Also, ne? Das ist echt hübsch, gefällt mir. Haben sie schön gemacht. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Konsole so laufen wird. Ich freue mich total drauf und mal gucken, was dieses Spiel so hergibt und ob ich mich dann mit Pokémon Go, also ich weiß, dass man sich mit Pokémon Go verbinden kann, mit dem Handy. Das werde ich dann auch probieren und dann werde ich euch einfach mal so auf dem Laufenden halten, wie es so gelaufen ist. Auf jeden Fall wollte ich das unbedingt mit euch teilen, dass wir das hier gemeinsam auspacken. Ich weiß auch nicht, wofür. Also, dieses ganze Teil hier, tut mir leid, es ist. Sorry, aber. Hier ist eindeutig ein. Hier ist eindeutig ein Penisring dran und das ist ein Ballgag. Leute, designt das doch nicht so. Okay. Ja, ich bin ganz gespannt. Auf jeden Fall, wie gesagt, ihr sollt halt auch was davon haben, dass ich jetzt stolze Besitzerin einer Switch bin. Und ich bin ganz gespannt, welche Spiele wir uns da als erstes holen werden. Ich freue mich und ich werde Pokémon-Meister. Bis dann, macht's gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Ich bin jetzt nochmal ganz kurz zurück mit der Switch. Ich habe es jetzt geschafft, dass wir uns einloggen können und einfach mal in Pokémon Let's Go Pikachu. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich bin dann gleich wieder da. Es tut mir leid. Oh! Nee, 5 Minuten ist zu lang. Ich bin gleich wieder da. Okay, wir sind zurück in der Hoffnung, dass es jetzt funktioniert und dass ich euch jetzt ein bisschen was zeigen kann von der Konsole. Drücken wir mal A. Drücken wir mal A. Ah, okay. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich bin dann in ein paar Minuten wieder da. Versuch Nummer 3, 4, ich weiß es gar nicht mehr. So, okay. Pokémon Let's Go Pikachu. Jetzt muss ich die Software registrieren. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt direkt was funktioniert. Weil hier war jetzt kein Code für das Spiel dabei. Okay, die weiß ich nicht mehr. Ich such sie mal. Bis später. In stiller Hoffnung. Wieso muss ich das denn jetzt schon wieder? Wieso muss ich denn jetzt schon wieder das Passwort eingeben? Ich hatte das doch gerade eingegeben. Ach, das ist doch kacke hier, ey. Moment nochmal. Entschuldigung. Ich glaube, wir haben es endlich geschafft. Ich glaube, wir können endlich einen Blick. Bitte drücke einen Knopf auf den Controller. Den oh, mein Gagball kommt zum Einsatz. Ja, es hat geklappt. Okay, wir spielen also ganz großartig mit dem Gagball. Möchtest du diesen Controller? Infos. Wenn du einen Pokéball Plus als Controller verwendest, kannst du das Spielmenü öffnen, indem du den oberen. Okay. Da ist noch ein Knopf. Technik, die begeistert. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ich wickel mir den mal ums Handgelenk. So. Ah ja, okay. Ah, da muss der Finger rein. Das ist also kein Penisring. Okay. Falls ich den werfen sollte, dass ich den da nicht verliere, oder? Okay. Das ist mir zu anstrengend hier mit dem Rumwickeln. Oh, ist das süß! Aber hätte ich das gewusst, dass der Controller jetzt so hässliche Farben hat, hätte ich mir die andere Variante geholt. Okay. Die Wahl der Sprache ist endgültig und kann nie wieder geändert werden in Deutsch. Möchtest du das Spiel starten? Okay, dann spiel jetzt deutsches Spiel. Scheiße. Professor Eich! Hallo!
Hallo, schön dich kennenzulernen. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mir ist voll langweilig, wenn ich die andere Hand nicht benutzen kann. Mein Name ist Eich, aber die meisten Leute nennen mich den Pokémon-Professor. Ich werf den jetzt nicht. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Menschen und Pokémon können auf sehr unterschiedliche Weise miteinander leben. Für manche sind sie nur niedliche Begleiter im Alltag, andere was? Mach doch nicht so schnell, das ist ein Kinderspiel. Kinder können das gar nicht lesen. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Aber jetzt erzähl mir erstmal was über dich. Oh, sowas kann ich nicht leiden. Okay, wie siehst du aus? Okay, soll man Junge oder soll man Mädchen? Ich spiel mal ein Mädchen. Sag mal, sie machen diese aussieht wie ich. Ich bin braun gebrannt und dunkelhaarig. Nein, ich bin voll blass. So. Verrätst du mir auch noch deinen Namen? Okay, da sind wir morgen noch mit beschäftigt. Ah, nee, nicht Tee. Mein... Ach, Alter. Ist doch kacke. So, und ja. Wie geht's euch so? Bin ich froh, dass mein Name nur 6 Buchstaben hat. Okay. Alles klar, der Name ist Gilbon, ja. Oh, Pikachu! Oh, mein Rivale! Diesen Jungen hier, Mann, kennst du, oder? Klar kennst du, logisch! Schließlich seid ihr schon von Kindesbeinen an die besten Freunde und die größten Rivalen. Okay. Wie heißt er noch gleich? Wie kann mein bester Freund anders heißen, als wie mein bester Freund wirklich heißt? Er heißt Daniel. Schon allein für den Anrotzer, den ich von ihm bekomme, weil ich mir eine Konsole gekauft habe. Daniel! So. Das ist übrigens Elana Ray, den kennt ihr. Wir sind seit 10 Jahren beste Freunde. Er heißt also Daniel, ja. Und deswegen darf er das ausnahmsweise. Natürlich, das ist Daniel! Wie konnte ich das vergessen? Es ist Zeit, Gil. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Ach, das sind einfach nur ein Raumschiff. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer, Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Und jetzt, let's go! War ein bisschen hoch, ne? War nicht in der Kamera drin. Let's go! So geil, ich hab Pokéball in der Hand. Also so groß sollen die nur sein. Das ist so praktiziös. Aber ich bin echt ein bisschen langweilig mit der anderen Hand jetzt. Okay. Mehr muss ich nicht... Das ist eine E-Mail von Daniel in deinem Posteingang. Hey, Gilwin. Hier schnell noch das Wichtigste, was du als Trainer wissen musst. Oh, er mansplained. Ja, es ist wirklich Daniel. Um mit verschiedenen Leuten zu sprechen, musst du den A-Knopf drücken. Ich habe keinen A-Knopf. Ich habe nur das Teil. Neige den Control-Stick, wenn du rennen willst. Mit dem X-Knopf öffnest du das Spielmenü und kannst du... Ja, das geht gar nicht jetzt. Also, okay. Großartig, ja. Wir sehen uns morgen, dein Daniel. Das hat er niemals geschrieben, der ist nicht so nett. So. So, Moment mal. Hab ich jetzt hier? Okay, das ist jetzt mein Spielmenü, ja? Okay. Ja, ist halt scheiße, dass ich mich jetzt für den Ball entschieden habe, aber man kann da drauf rumdrücken, wie man will. Da passiert halt nicht so viel jetzt. Wo ist jetzt? Da. Wie viele Pokémon es wohl auf der Welt gibt? Oh, verdammt viele. Ich werde nie vergessen, wie ich mal zu einem Kind sagte, ich kann hier alle 150 aufzählen. Und er sagte, es gibt 400 noch was. Hey, ich bin's. Was hast du in meinem Haus verloren? Verschwinde. Bist du schon auf den Beinen, Gilwin? Ich komme hoch. Morgen, Gilwin. Du schaust aber verdutzt aus der Wäsche. Bist noch nicht ganz wach, was? Ich bin überrascht, dass du überhaupt schlafen konntest. Heute ist doch unser großer Tag. Der Tag, an dem wir endlich ein eigenes Pokémon kriegen. Unser erster Tag als Pokémon-Trainer. Los, komm, wir dürfen keine Sekunde verlieren. Ah, Sekunde. Hast du meine Mail von gestern gesehen? Aber klar, wenn nicht, dann liest du dir lieber schnell nochmal durch. Da stehen wichtige Sachen drin. Ja, Mansplaining, ich weiß. Ich gehe schon mal vor, ja? Ich warte einfach bei Professor vor. Warten kann er auch nicht. Also, so. Auf geht's.
läuft gerade ein Film. Ein Mädchen mit Zöpfen läuft eine Straße aus gelben Ziegelsteinen entlang. Der Zauberer von Oz oder Oz? Ich weiß es bis heute nicht. Es ist Zeit aufzubrechen. Okay. Oh, hallo. Oh Gott. So wie meine Mutter aussieht, war da aber der Nachbar dran. Also das stimmt irgendwas nicht. Sag mal, hast du nicht einen Termin bei Professor Eich? Daniel wollte doch mit dir eure Pokémon abholen gehen. Sieht ganz anders aus als meine Mutter. Du wirst einen Blick in den Abfalleimer. Er ist leer. Schau dir. Okay. War hier noch irgendwie Lücken? So, hier war nicht. Jetzt müssen wir erstmal Professor Eich finden. Professor Eich ist ja eigentlich in Kanto unterwegs. Das heißt, wir müssen theoretisch in Kanto sein jetzt, ne? Ist das toll. Alabastia, hier beginnen kunterbunte Abenteuer, dann passt's ja. So. Cool. Mir tut die Hand langsam weh. Wusstest du, dass man heutzutage seine Konsole mit seinem Smartphone verbinden und dann Daten zwischen den beiden austauschen kann? Die Wissenschaft kennt einfach keine Grenzen. Ja, und das möchte ich nämlich ausprobieren, dass ich das mit meinem Pokémon Go Account verbinde. Falls ihr Pokémon Go's Account habt, meldet euch. Vielleicht können wir uns verbinden. Ich helfe Professor Eich dabei, Pokémon zu erforschen. Und weißt du was? Ich bin sein Lieblingsassistent. Aber verrat das nicht meinen Kollegen da drüben. Ich wette, die hassen dich. Wer sitzt auf einem Stuhl und hilft Professor Eich dabei, Pokémon zu erforschen? Ich natürlich, weil ich sein Lieblingsassistent bin. Man sieht es ihm vielleicht nicht an, aber Professor Eich genießt höchstes Ansehen als Pokémon-Forscher. Und den Pokémon-Trainern gibt es einige, die unter den Pokémon-Trainern gibt es einige, die ihn regelrecht verehren. So, wir wählen uns auf jeden Fall jetzt noch ein gemeinsames noch ein Pokémon aus. Hey, Gawain, Professor Eich ist anscheinend gar nicht da. Meinst du, die Pokémon, die wir von ihm bekommen, stecken in den Pokébällen da? Oh Mann, ich kann es kaum erwarten. Aber ich nehme mal an, dadurch, dass ich die Pikachu-Edition gekauft habe, kriege ich halt auch Pikachu. Ich hätte gerne einen Bisasam. Ich glaube, wenn wir wieder gehen, kommt er vielleicht rein. Kann das sein, dass wir dem irgendwie begegnen? Ist er einfach nicht da zu seinem Termin? Naja, liegt vielleicht am Arm. So, hallo, Gilwin. Mein kleiner Bruder war gerade auf dem Weg zu dir. Habt ihr euch etwa verpasst? Dabei meinte Daniel noch, dass ihr zusammen zu Professor Eichs Labor gehen wolltet. So. Das ist ein Foto von Daniel. Mir fallen jetzt nur böse Sachen ein. Du musst aufpassen, was ich sage hier. So. Ach, da ist er ja. Oh Gott, muss ich jetzt einen Kampf machen? Vielen Dank, Freunde. Ihr habt mir dabei geholfen, euch Taubsi etwas besser zu verstehen. Macht's gut! Oh, sieh einer an, wenn das mal nicht Gilwin ist. Ach stimmt ja, ich hatte versprochen, dir und Daniel euer erstes Pokémon zu geben. Dann lass uns doch gleich zum Labor gehen. Na sowas? Pega? Ich kann nicht kämpfen. Ich habe kein Pokémon. Ich kann mir den Ball an den Kopf werfen. Ein wildes Pikachu erscheint. Oh, wie ungewöhnlich, dass sich hier ein Pikachu herumtreibt. Du sollst die Gelegenheit nutzen und versuchen, das Pokémon zu fangen. Du musst nur gut zielen und einen Pokéball auf es werfen. Oh Gott. Richte deinen Joy-Con horizontal. Ja, ich habe aber den hier. Oh Gott. Ach so. Zielen. Schwinge nun den Joy-Con in einen Pokéball zu werfen. Oh, cool. Das macht Spaß. Oh, das blinkt sogar mit hier und es brummelt und es wird grün. Pikachu wurde... Oh, ich habe einen Pokémon in meinem Ball. Okay. Entschuldigung, ich bin wie eine Dreijährige bei Pokémon. Das ist ganz schlimm. Aber ich will nicht, dass Pikachu in einem Ball ist. Ich bin bei mir. Ein hervorragender Wurf. Kaum zu glauben, dass das dein allererster Fang war. Jetzt musst du den Pokéball nur noch aufheben und schon gehört hast, oh, ich muss ihn aufheben. Scheiße. Wenn du möchtest, kannst du deinem Pikachu sogar einen Spitznamen geben. Nee, das will ich nicht. Huch! Das ist aber ein lebendiges Kerlchen.
Hey, warte doch, komm zurück! Professor, können Sie mir erklären, warum da auf einmal 3 Pokébälle liegen? Ich könnte schwören, eben waren es noch 2. Na, wenn es nicht einer weniger ist, ist gut. Da steckt der kleine Ausreißer also. Ich schätze, im 3. Pokéball befindet sich das Pikachu, das Gilwin eben gefangen hat. Was, echt? Du hast ganz alleine ein Pikachu gefangen, Gilwin? Tja, dann. Kannst du mal sehen. Boah, habt ihr das gesehen? Ha, dieses Pokémon ist wirklich quicklebendig. So, los, Gilwin, heb den Pokéball auf und halte ihn diesmal ganz fest in der Hand. Okay. Genau, das vorstellen. Oh Gott, ist das niedlich, Entschuldigung. Ich hätte auch gerne einen Pikachu Plushie, aber die sind alle hässlich. Es gibt keine richtig süßen Pikachu Plushie-Tiere. Oh Gott, es wird langsam echt dunkel, was ich nicht komme. Ich meine, macht nicht wirklich was aus, aber du hast Pikachu als dein erstes Pokémon erhalten. Höchst ungewöhnlich, dass ein Pokémon einfach nach Lust und Laune aus dem Pokéball hüpft. Aber dich hat es offenbar ins Herz geschlossen. Wie wäre es, wenn du ihm einen Spitznamen gibst? Nein, das heißt Pikachu und das bleibt Pikachu. Nein. Pikachu wurde in dein Team aufgenommen. Juhu. Ich nehme das Pokémon hier, Professor Eich. Daniel erhält Evoli von Professor Eich. Was wäre hier drin gewesen? Darin befindet sich ein Pokémon. Ja, aber welches? Ein Trainerneuling, der sein erstes Pokémon eigenhändig fängt. So etwas habe ich selbst noch nie erlebt. Tja, kannst mal sehen. So, nein, jetzt quatsche noch. Oh, einen Moment, eine Sache wäre da noch. Jetzt, wo ihr richtige Pokémon-Trainer seid, habe ich eine Aufgabe für euch. Nun war ja klar, dass ihr was will. Ich möchte, dass ihr etwas auf eure Reise mitnehmt. Was ist das, Professor? Das, mein Lieber, ist ein Pokédex. Ich habe ihn selbst entworfen. Darin werden automatisch Daten zu den Pokémon aufgezeichnet, denen ihr auf euren Abenteuern begegnet. Er ist eine Art Hightech-Lexikon, das seine Seiten selbst mit Inhalt füllt. Hier, Gilwin und Daniel, diese beiden Exemplare schenke ich euch. Du erhältst einen Pokédex von Professor Eich. Yay, ich habe einen Pokédex. Die gesamten Daten eines Pokémon erfasst der Pokédex übrigens erst, wenn man es gefangen hat. Es reicht also nicht, es nur gesehen zu haben. Wisst ihr, ich träume schon seit einer langen Zeit davon, einmal einen vollständigen Pokédex in den Händen zu halten. Informationen zu sämtlichen Pokémon dieser Welt, jederzeit griffbereit. Aber ich bin inzwischen zu alt, um die unzähligen Pokémon selbst zu fangen. Solche Abenteuer sind nichts mehr von meinen lieben Knochen. Deshalb möchte ich, dass ihr zwei meinen Traum verwirklicht und den Pokédex vervollständigt. Mit dieser Arbeit werden wir Geschichte schreiben. Also macht euch schon auf den Weg, das Abenteuer wartet auf niemanden. Boah, unser eigener Pokédex! Oh Mann, wir werden auf unserer Reise so vielen Pokémon begegnen, das wird super! Ich kann nicht länger warten, ich mache mich gleich auf die Socken. Wir sehen uns bestimmt irgendwo draußen, oder? Lass dich nicht hetzen, bis später! So, und damit... Moment. Wir tun jetzt Speichern und... Juhu! Und ich verabschiede mich. Ja, vielleicht spiele ich noch ein bisschen weiter mit euch gemeinsam, das muss ich dann mal gucken, ich weiß es noch nicht. Aber... ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich danke euch, dass ihr an meinem Unboxing teilgenommen habt. Und ich danke euch auf jeden Fall auch dafür, dass ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Und irgendwie finde ich es total süß. Also vielleicht sehen wir uns mehr. Macht keinen Sinn. Egal. Bis dann. Macht's gut und ciao, ciao.